Also wenn wir auf die Art und Weise so an den Text rangehen in Johannes 3. Oh, danke schön, ja, stimmt. Jetzt aber, könnt ihr mich hören? Ja. Dann bekommt man eine ganz neue Perspektive eigentlich für diesen Text, ja. Also Jesus spricht zu Nikodemus, er übernimmt das Gespräch ja relativ schnell, ja, und er spricht von einer Tatsache, die uns als Neutestamentler gut bekannt ist, aber die für Nikodemus, den Nikodemus vollkommen überfordert hat. Ja. Er muss von Neuem geboren werden, sonst kann er nicht in das Reich kommen und auch das Reich Gottes nicht mal sehen, ja. Und da wird der Nikodemus total verunsichert und sagt, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Und Jesus nochmal, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht. Der hat sich aber schon gewundert, der Nikodemus. Ja? Ich glaube, so ein Gespräch hat er noch nie geführt. Ja? Und vielleicht war er... Als Jesus gekreuzigt wurde auf Golgatha, vielleicht ist ihm da plötzlich eingefallen, was Jesus meinte mit Erhöhung des Menschensohnes. Ja. Diese Worte sind für uns so geläufig, weil wir die von der Sonntagsschule her kennen. Aber für einen Rabbiner, der aus dem Alten Testament kommt, ist das verkryptet, kryptisiert, ja? chiffriert. Ja? Für uns ist das als Evangelium schon in vielen Evangelisationen bekannt. Das sind ganz ausgetretene Pfade, wo wir uns bewegen. Und trotzdem schauen wir jetzt nochmal um und gucken, ob noch irgendwas auf dem Weg zu finden ist, wo wir sagen, ach, da, schau mal, ja, was denn damit eigentlich? Und wenn wir mit der Perspektive zu 2. Könige 19 gehen und uns dann diese Worte hier nochmal anschauen, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollten, aber die Kraft fehlt zu gebären, dann sieht so aus, als ob diese Bibelstelle auch mit Wiedergeburt zu tun hat und als ob Gott hier im Modell 1:50 das vorzeichnet, was in der Endzeit mal wieder kommen soll. Ja? Denn hier ist Jerusalem ja komplett isoliert. Juda, um Jerusalem rum, Juda ist vollkommen besetzt von den Assyrern. Das Nordreich ist sogar schon deportiert worden in die assyrische Gefangenschaft und Jerusalem ist übrig geblieben wie eine Hütte im Weinberg. Ganz allein, komplett isoliert. Und genau so wird es in der Endzeit auch sein. Ja, das ist jetzt nicht so unser Thema. Wir haben kurz eben dort angerissen, ich erwarte, dass Israel auseinanderbricht. Und zwar in zwei Teile, in den Norden und in den Süden. Warum? Weil alle Propheten, Joel, Sacharja, die von der Endzeit sprechen, das unterscheiden in ihren Endzeitprophetien. Die reden von Juda einerseits und von Ephraim andererseits. Und sie reden auch von ganz Israel. Und das kann man sehen an den Texten, wenn man da mal drauf achtet, dass die für die Endzeit den Norden Ephraim unterscheiden von Jerusalem und Juda im Süden. Ein Punkt. Zweitens. Die Geschichte, die wir hier erzählen, ist sehr, sehr alt. Das heißt, das, was zur Assyrienzeit geschehen ist, bei Hiskia, das wird in der Endzeit wieder sein. So wie es damals war, so wird es wieder werden. Wie war es damals? Es gab ein Nordreich und gab ein Südreich. Ja. Assyrien wird auch wieder kommen. 10+2, was gesagt. 10+2, ja. Ja, 10 Stämme und 2 Stämme, ja. Genau. Und deswegen sage ich, das, was wir hier behandeln, ist eigentlich gar nichts Neues. Sondern wir erzählen eine Geschichte, die schon sehr alt ist und die schon ganz früh im Alten Testament anfängt, im Richterbuch schon anfängt, in 5. Mose und noch weiter vor geht unsere Geschichte zurück. Und von dort aus sehen wir, dass die sich entwickelt und immer weiter ausformuliert wird über Daniel, über Jesaja, über die Endzeitreden Jesu bis in die Offenbarung. Aber die Linie ist immer die gleiche. Ja? Und deswegen kommt meiner Meinung nach da auch kein römisches Reich drin vor. Warum? Weil das römische Reich in Jesaja nicht erwähnt wird und in 5. Mose nicht erwähnt wird und im Richterbuch nicht. Ja? Das haben die Verheißungen keine Bedeutung. Ne? Die vollständige Erfüllung der Verheißung. Hätten keine Bedeutung, das römische Reich. Ja.
Und das Römische Reich ist, die Assyrer waren Semiten. Assyrien, Iran, Irak ist Sem. Die Römer waren Japhetiten. Europa, Japhet. Das ist eine ganz andere Linie eigentlich. Ja, Griechenland auch. Griechenland auch, ja. Wird aber erwähnt. Wird erwähnt, genau. Gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber ich wollte mal wissen, was ist denn eigentlich mit den 10 Stämmen? Ich dachte, da müsste man gar nicht, was mit denen ist. Ja, dann ist ein Geheimnis. Ja, also man sagt, die sind nie aus der Gefangenschaft zurückgekommen. Die müssen ja auch nochmal alle kommen. Ja. Also heute weiß niemand, also die Juden, einige der rabbinischen Juden meinen irgendwo zu wissen, woher sie kommen. Selbst die wissen nicht mal mehr, aus welchem Stamm sie kommen. Ob sie aus Juda sind oder aus Benjamin, wissen die nicht. Ja, selbst die nicht. Weil nach 70 Jahren war es schon schwierig. Die sind ja, nach 70 Jahren sind ja nur die Juden, also aus Juda und Benjamin zurückgekommen. Und die hatten ihre Geschlechtsregister noch, nach 70 Jahren. Die anderen Stämme sind nicht mehr zurückgekommen. Nicht identifizierbar, genau. Ja, und nach 2000 Jahren ist selbst Juda und Benjamin nicht mehr identifizierbar. Deswegen machen sie ja immer Genanalysen, um zu gucken, ob sie jüdische Gene haben. Ja. Aber gut. Paulus wusste, aus welchem Stamm er ist. Paulus wusste das noch, ja. Echt? Ja, aber da hat er sich dabei. Ja, genau. Auch die Propheten Hannah. Ja, also in der Zeit waren ja, die Juden haben ihre Geschlechtsregister da behalten, waren da auch stolz drauf, aber jetzt, heute, nach 2000 Jahren ist vorbei. Was ich aber gern zu bedenken gebe, ist, dass als Jesus kommt, sagt er, ich bin zu niemand anderem gesandt, als zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ja, Moment mal, Israel war ja gar nicht komplett im Land, oder? War ja nur Juda im Land, da müsste Jesus ja sagen, ich bin zu niemand anderem gesandt, als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Juda. Sagt er nicht. Das heißt, Jesus hat die Bevölkerung damals ganz offensichtlich als Israel anerkannt. Warum sollen wir das heute nicht auch tun, obwohl die 10 Stämme in der Zerstreuung sind? Ich gebe das nur mal zu bedenken, ich frage mich das selber. Ja? Also, weil die Juden haben damals gesagt, ja, aber die Frau am Jakobsbrunnen, da ist ja Samaria, ist ja Mischvolk, das sind ja gar keine Juden. Wir sind Juden. Ja? Bitte? Hat sich getrennt, genau. Ja, hat sich getrennt. Und die Juden sind eigentlich dadurch hochmütig geworden, dass sie sagen, wir sind besser wie die anderen. Ich habe das auch erlebt in Gemeinden, die sich dann mal gespalten haben beim Hitler. Und nach dem Krieg sind die dann wieder zusammengekommen. Und die eine Hälfte glaubte, sie war besser wie die andere. Die waren standhaft im Krieg, ja, die haben sich nicht eintragen lassen in diese Listen vom Hitler. Aber die sind dadurch so hochmütig geworden, dass die ihren anderen Geschwistern gegenüber, die sich in der Zeit halt eintragen haben lassen in diese Registrationslisten, dass die sich total überhoben haben über die. Und nachher ist er genau gekippt. Ja, dann, weil die nach dem Krieg dann... die während des Krieges sich in diese Listen eingetragen haben, die haben anschließend haben die Buße getan und gesagt, das war nicht recht, dass wir während der Nazi-Zeit uns da haben eintragen lassen in die Listen. Und die haben eigentlich, und Gott gefällt dieses bescheidene Wesen, glaube ich, besser, als dass man immer alles richtig macht. Hat gestern einer gesagt, ich bin kein perfekter Christ. Ich freue mich darüber. Ja? Weil stellt euch vor, ich wäre perfekt und ihr werdet auch perfekt. Das wäre eine schreckliche Gesellschaft wäre. Ja? Und so sind wir alle mangelhaft und wissen das auch und haben ein bisschen Verständnis mit unserem Nächsten, weil Jesus mit uns auch geduldig umgeht. Jetzt sind wir ganz vom Thema abgekommen. Also 10 Stämme, ja? Klar, die sind nicht mehr identifizierbar, die waren vor 2000 Jahren nicht identifizierbar, heute sind nicht mal die Juden mehr identifizierbar. Ja? Kohen, sagen sie, das ist doch so hohe Priestergeschlecht. Kahn, Kahane, Oliver Kahn, nicht der nicht. Kennt ihr alle? Aha. Ja, aber Kahane, Kohn, Kohen, Kohn, das sind so diese Hohepriester, angeblich. Aber trotzdem würden die sich trennen? Ja, glaube ich schon. Also ich für meinen Teil, ich habe Freunde, die sagen, ja gut, Israel existiert zwar wieder, aber Israel ist ja von Menschen gemacht. Das haben die Rothschilds, haben Israel wieder zusammengeholt. Und ich sage, ja, Gott lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Israel ist wieder entstanden nach der babylonischen Gefangenschaft, weil der Kyros Israel gegründet hat. Ist ein bisschen übertrieben jetzt, ja? Aber Kyros hat erlaubt, dass sie wieder zurückgehen. Ja, aber aufgrund der Verheißung. War aufgrund der Verheißung. Und die Wiederherstellung Israels heute ist ohne Verheißung. Ich glaub, dass die mit Verheißung ist. Denn die Endzeitreden Jesu können nicht in Erfüllung gehen, ohne dass es Israel wieder gibt.
Das Problem war, ist, dass die Kirche, die evangelische Kirche und die katholische Kirche, die haben gesagt, wir sind das geistliche Israel. Das haben die jahrhundertelang, können wir uns nicht vorstellen heute, jetzt müsst ihr wieder euch in eine andere Zeit versetzen. Als es Israel noch nicht gab, ja, 1950, 1940, 1930, 1920, 1820, 1720, 16, 1500, da hat die Kirche gesagt, Israel kommt nicht mehr, das ist zerstreut, Israel ist vorbei, gibt es nicht mehr, schaut euch an, da unten ist nichts, da ist nur noch Sand und Wüste. Wir sind das geistliche Israel. Ersatztheologie. Sind die Juden sehr ärgerlich drüber, ja? Ich bin auch kein Ersatztheologe. Aber nicht, weil die Juden sich darüber ärgern würden, sondern weil ich glaube, dass das in der Bibel anders steht. Aber so war die Sichtweise. Und so ist es jahrhundertelang gepredigt worden. Das kennen wir kaum noch. Wir sind sehr zionistisch geprägt in unserem Denken. Ja? Aber die Kirchen, die evangelischen Kirchen, die haben alle, und die katholischen auch, die haben gesagt, es gibt kein, wir sind das geistliche Israel, wir haben Israel beerbt. Punkt. Jetzt kommt irgendwann die Entrückung und dann ist vorbei. So war deren Endzeitsicht. Ja? Wir leben im tausendjährigen Reich. Haben wir kurz gesprochen von. So, und jetzt kommt plötzlich der Staat Israel wieder. Plötzlich ist er 1948 wieder gegründet. Und dann haben die gesagt, ja, nee, das passt ja gar nicht in unsere Theologie jetzt. Jetzt haben wir ein Problem, ja, jetzt müssen wir das irgendwie hinbiegen. Und dann haben die gesagt, ja gut, das ist ja menschengemacht. Und das hat sich in Teilen auch gehalten. Viele sagen das heute auch immer noch. Und es ist auch so. Rothschild hat da mit der Balfour-Erklärung, der hat es ja provoziert, hat den englischen Kongress da so ein bisschen über den Tisch gezogen dabei, ja, so eine komische Erklärung auch irgendwie, aber der hat dafür gesorgt, dass Israel wieder gegründet ist, ja, ist so. Und da habe ich persönlich habe da gar kein Problem mit, weil ich in der Bibel lese, dass Kyros, und das war auch Prophetie natürlich, aber Kyros hat irgendwann ins Herz gegeben bekommen, dass er den Juden wieder erlaubt zurückzugehen und den Tempel und die Stadt zu bauen. Und ihr Land. War auch menschengemacht, aus damaliger Perspektive. Und so ist es heute eigentlich auch. Und das, was wir heute als Israel sehen, als moderner Staat Israel, dann hören wir aber auf damit, ist tief gespalten, ja, ethnisch, soziologisch, politisch, religiös, finanziell, gibt es noch was? Ja, tief gespalten, so gespalten wie noch nie, so gespalten, dass die Rabbiner sagen, wenn das so weitergeht, dann wird der Staat Israel auseinanderbrechen wie zur Zeit der Könige. Das habe ich mal ausgeschnitten, Israel heute. Ja, die sagen, uns geht es so wie bei Salomo, Rehabeam, Jerobeam, wo Israel auseinander, das wird passieren, und zwar in den Norden, Tel Aviv, Business, Reichtum, iPhone programmieren, surfen am Strand und abends Fete. Haifa und Tel Aviv. Jerusalem, Mittelalter, Rabbis, lange Bärte, bisschen komische Ansichten, ja, passt überhaupt nicht zusammen. Deswegen erwarte ich für viele, Jesus sagt, seid wachsam, und ich sage, ja, ich möchte gerne wachsam sein, aber worauf soll ich denn achten, Herr Jesus? Was kommt denn überhaupt? Und da glaube ich, dass für mich sind zwei Punkte wichtig. Der erste ist das Auseinanderbrechen Israels in zwei Teile. Der Norden wird dann kein Staatsgebiet mehr, kein Staatssystem mehr gründen können. Ihr wisst das auch, wenn Israel, wenn das passieren sollte, es passiert das, was schon mal war, das kommt wieder. Die Strukturen, wie sie waren, so kommen sie wieder. Bitte? Dann wird da unten alles neu gemischt. Wird alles neu gemischt. Aber Israel wird das nicht lange überstehen. Und dann dauert es nicht lange, dann wird Israel angegriffen. Das ist ganz natürlich, von wem auch immer. Ja? Das kann man ja heute schon mit Händen greifen eigentlich. Und dann wird Jerusalem wiedergeboren. Und mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems beginnt die letzte 70. Jahrhunderte. So ist meine Überzeugung. Roger Libby und Co. wissen nicht, womit die 70. Jahrwoche beginnt. Sehen wir die biblische Notwendigkeit, dass es das kommt, was du sagst. Genau. Diese Verheißung, die so ist es. Genau. Das sind Fakten, ne? Genau. Und ich versuche mich ganz eng an die Bibel, speziell ans Alte Testament zu halten. Ich sage jetzt nicht, die eisernen Beine beim Standbild sind die eisernen Waffen von den Römern. Ich empfinde das nicht als saubere Auslegung, sondern ich versuche zu verstehen, was ist denn im Alten Testament passiert? Wo zeichnet Gott die Linien schon mal vor? Und welche Verbindung haben diese Linien mit den neutestamentlichen Stellen? Ja.
Und dazu gehört jetzt auch plötzlich, dass man nach der Wiedergeburt im Alten Testament sucht und plötzlich hier zu den Assyrern kommt, ja? Wenn der Rabschake nach Jerusalem raufkommt. Ein ganz komischer Sprung, den man eigentlich dann macht, ja? Und dass der Hiskia sagt, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Und dann versteht man und sagt, Moment, diese Bibelstelle, die hat man ja ganz oft, dass irgendwie Geburtswehen in Verbindung mit Jerusalem sind, in Jeremia, in Mischa, später in Jesaja und auch hier in 2. Könige 19. Hat das was zu tun mit der Wiedergeburt, von der Jesus spricht in Johannes 3? Und dann sagen viele zu mir, ja gut, aber Wiedergeburt, weil sie von sich selber ausgehen, ich bin ja nicht von Assyrern belagert worden, als ich an Jesus geglaubt habe. Das seid ihr ja auch nicht, oder seid ihr von Babyloniern belagert? Und nein, ja, niemand von uns. Ja? Warum nicht? Wir gehören ja nicht zum irdischen Jerusalem. Super. Nochmal, wir gehören nicht dem irdischen Jerusalem aus. Ja, wir gehören... Galater 4. So. Wir gehören nicht dem irdischen Jerusalem an. Was sagt denn der Paulus da? Der sagt, unsere Mutter ist das himmlische Jerusalem, das keine Geburtswehen leidet. Warum nicht? Weil das himmlische Jerusalem nicht belagert werden kann von irdischen Heeren. Ja? Es gibt zwei Jerusalem, Jerusalem, ein irdisches Jerusalem, ein himmlisches Jerusalem. Unser aller Mutter ist das himmlische Jerusalem, Galater, ja, das keine Geburtswehen leidet. Den Vers kann man nur verstehen, wenn man hier sich mit dem Thema Wiedergeburt auseinandersetzt. Denn Paulus hätte, der zitiert ja Jesaja 54, da der Paulus hätte auch sagen können, unser aller Mutter ist das himmlische Jerusalem, Punkt. Er zitiert aber Jesaja komplett, er zitiert Jesaja 54 und da steht, unser Mutter ist das himmlische Jerusalem, das keine Geburtswehen leidet. Warum nicht? Weil das himmlische Jerusalem nicht belagert werden kann. Ja? Das irdische Jerusalem kann aber belagert werden und wird belagert werden und wird durch die Belagerung in Geburtswehen kommen und wird gebären. Ja? Ja, aber das himmlische Jerusalem ist doch auch schon Ergebnis von Geburt. Oder wie könnte ich es auch verstehen? Also ich finde nicht, dass die jetzt direkt miteinander zu tun haben. Das himmlische Jerusalem gibt es eigentlich schon immer. Ja. Ja. Ich denke, die himmlischen Dinge sind ohnehin ewig. Ja. Jerusalem ist ja irgendwann mal gegründet worden, auch von David, vorher Jebus, glaube ich. Ne? Aber das himmlische Jerusalem, denke ich, gab es schon immer. Wie erwählt vor Grundlegung der Welt. Die Gemeinde gab es auch eigentlich schon in Christus schon immer. Ja. Aber auch geheimnisvolle Themen, ja. Das, ach so, jetzt weiß ich. Also das waren die beiden Kernpunkte, über die Jesus gesprochen hat, die Wiedergeburt und die Kreuzigung. Jesus öffnet dem Nikodemus das Verständnis fürs Alte Testament. Gucke ich gerade hier. Ich glaube, ich bin in der falschen Folie hier. Nee. Doch, Jeremia 5, Jeremia 30. Das haben wir alle schon gemacht, ne? Ah ja, genau, da wollte ich hin. Also das Neue Testament kennt auch solche Stellen, die sich mit Geburt und mit Wiedergeburt auseinandersetzen. Und die schauen wir uns auch mal an. Matthäus 24. Auch Jesus hat in seiner Endzeitrede auch von Geburtswehen gesprochen. In der Endzeitrede. Und er sagt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, irgendwann gesprochen. Seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Das geht nicht so schnell mit dem Ende. Das dauert ein bisschen. Da muss man ein bisschen Geduld haben und sich nicht erschrecken. Ja? Keine Angst haben.
Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles ist der Anfang der Wehen, der Geburtswehen. Diese Geburtswehen, werdet ihr immer gehört haben, es sind so über die Jahrhunderte eigentlich passiert. Und speziell so in den letzten 100, 150 Jahren die Geburtswehen Israels. Ja, die Wiedergeburt des Staates Israel kennt man aus. Ein zionistischer Begriff ist kein Begriff aus der Bibel. Ja. Die Geburtswehen des Messias ist eine talmudisch-rabbinische Auslegung. Und es wird oft in diese Themen reingemengt. Warum? Weil man eigentlich mit diesem Wort Wehen nichts anfangen kann in der evangelikalen Welt. Warum? Weil man nichts von der Wiedergeburt Jerusalems weiß. Und weil man das nicht weiß, füllt man diesen Begriff der Wehen, der Geburtswehen, Odinai im Griechischen wohl, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit irgendwelchem Gedankengut, von dem man meint, dass das da reinpasst. Ja, das sind die Aliyah, die Rückreisewellen nach Israel, die verschiedenen, bis die dann irgendwann in der Gründung Israels dann gegipfelt sind. Und das war dann praktisch die Wiedergeburt, die Renaissance. Renaissance heißt Wiedergeburt. Die Renaissance, die Wiedergeburt Israels. Aber die Wiedergeburt Israels, die gibt es in der Bibel nicht. Es gibt die Wiedergeburt Jerusalems, denn diese Verheißung gilt nur der Königsstadt Jerusalem, ausschließlich und exklusiv. Warum? Weil Jerusalem belagert wird, die Tochter Zion kommt in Wehen und gebiert. Ja? Die Königsstadt Gottes. Und als Jesus vom Ölberg runterkommt und Jerusalem sieht und sieht, in welchem desolaten geistlichen Zustand ist, da weint Jesus über Jerusalem und sagt, hättest du doch deine Zeit erkannt, du wärst zur Königstadt der Welt geworden. Hier ist der König der Welt. Wenn du doch erkannt hättest, die Zeit über dich gekommen ist. Aber jetzt wird man einen Wall um dich schlagen, eine Wagenburg, ja, und du wirst in große Not kommen. Und kein Stein, nicht ein Stein bleibt hier auf dem anderen. Also das große Drama. Ja. Was ich damit sagen will, ist, dass Jesus auch von Wehen gesprochen hat, von Geburtswehen. Und wenn man weiß, dass Jerusalem in der letzten Zeit in eine Belagerung kommt, dass die Stadt zum Glauben an Jesus findet und damit Zion geboren, Zion Wiedergeburt erlebt, dann weiß man, was Jesus hier meint. Denn er schreibt ja auch von Kriegen und Kriegsgeschrei, ja? von Belagerungen. Ein Volk kämpft gegen das andere. Ja? Das Nordreich Israels gegen das Südreich. Und die Seleukiden gegen die Assyrer. Das geht hin und her dann in dem Land. Es wird gepflügt werden, der Nahe Osten. Ja? Ja? Wieso beschränken wir jetzt die Wiedergeburt nur auf die Stadt Jerusalem und nicht auf das, was übrig geblieben ist? Weil Juda? Ja, ja, gute Frage. Also ich will auch nicht ausschließen, dass in der letzten Zeit dann auch Menschen aus Juda auch zum Glauben an Jesus Christus kommen, durch die Botschaft, die von Jerusalem ausgeht. Aber im Alten Testament finden wir immer nur, dass die Stadt Jerusalem belagert wird und dass die Stadt Jerusalem in Wehen kommt und dass die Stadt Jerusalem zur Wiedergeburt kommt. Weil das die Hauptstadt ist? Weil das die Hauptstadt ist, ist automatisch das Ganze. Ist es auch der Tempel? Der Altar? Ja. Ja. Das ist die Teilung 12 plus 2, was du sagst. Ja. Ja, also ich sehe es deswegen zunächst mal die Verheißung nur für Jerusalem, weil die Verheißung nur der Tochter Zion gilt. Nicht Juda, nicht Israel, sondern Jerusalem wird isoliert, politisch wie eine Hütte im Weinberg allein gelassen. Und außenrum zertreten die Heiden den Vorhof, ja, und Jerusalem bleibt allein übrig. Und auf Jerusalem wird Gottes Geist ausgegossen. Und das kennen wir auch schon, das haben wir schon mal erlebt. Wir Christen kennen das. Pfingsten. Ja? Pfingsten vor 2000 Jahren. Sonst haben diese Stellen keine Bedeutung. Genau. Das muss man berücksichtigen. Genau. Ja? Also wir kennen, Gott hat das, was kommt, das ist schon mal passiert. Zu Pfingsten vor 2000 Jahren ist zum ersten Mal Wiedergeburt passiert in Jerusalem. Ist zum ersten Mal Wiedergeburt passiert in der Heilsgeschichte Gottes überhaupt. Wo? Nicht in Paris, nicht in Washington, nicht... Ja, ja, ausgehend ja. Aus Jerusalem. Absolut, ganz einverstanden. Ausgehend aus Jerusalem und endend in Jerusalem. Ganz einverstanden. Da wird doch auch der Bogen
Ja, ja, wenn man das so sieht, genau, wenn die Gemeinde entrückt ist, schließt sich das direkt an. Ja. 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 Also, um im Bild zu bleiben, Jesus sagt den Jüngern am See Genezareth: Geht zurück nach Jerusalem und wartet dort auf die Verheißung. Warum? Weil der Geist Gottes nicht mal am See Genezareth ausgegossen werden würde. Auch nicht in Bethlehem, nicht in Tel Aviv, nur in Jerusalem. Warum? Weil das Alte Testament das sagt. Dass Jerusalem gebiert, ohne Wehen gehabt zu haben. Schauen wir uns nachher an. Ja? Das heißt, wir haben das schon mal. Die Tochter Zion hat geboren. War Jerusalem damals belagert von einem Heer? Nein. Kein römisches Heer, kein assyrisches, kein Babylon. Es war der Pax Augustana oder Augustiana heißt das. Ja? Der römische Friede herrschte. Jerusalem war nicht belagert und hat trotzdem geboren. Kann eine Frau Kinder kriegen, ohne dass sie Wehen hat? Nein. Kann ein Land oder ein Volk auf einmal geboren werden, ehe denn es Wehe hatte? Jetzt hat aber doch Zion geboren und ist eines Knaben genesen, ehe denn sie Wehen hatte. Wer hat solches hier gesehen? Wer hat solches hier gehört? Ihr. Wo denn? In der Apostelgeschichte. Wieso denn? Naja, weil Zion vor 2000 Jahren zu Pfingsten nicht belagert war, nicht in Wehen war und trotzdem geboren hat. Ja? Wiedergeburt erlebt hat. Und genau das passiert genau in der Endzeit wieder. Jerusalem, mit dem Unterschied, dass Jerusalem dann in einen Krieg verwickelt ist. Warum? Weil Jerusalem dann Wehen hat. Ja? Jerusalem. Nicht ganz Israel. Ja? Du hast gerade gesagt, dass wenn die Gemeinde entrückt ist und quasi die Wiedergeburt in Jerusalem stattfinden kann, das 70. Jahr auch beginnt. Nee. Hattest du eben gerade gesagt? Habe ich das gesagt? Ist das jetzt nur so ausgerutscht? Nee. Bei deinen Videos gehst du ja auch nicht von der Vorentwicklung aus. Nee. Also wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann ist Jerusalem wiedergeboren. Die Menschen in Jerusalem. Und dann sind die so wiedergeboren wie wir. Das hat jetzt aber nichts mit der Gemeinde zu tun. Doch. Naja, wenn die Vollzahl der Heiden erreicht ist, das heißt aber nicht, dass in dem Moment, wenn die Vollzahl erreicht ist, dass wir dann wechseln. Also die Vollzahl der Heiden ist auch nochmal wieder eine andere Baustelle, ja. Aber er hängt natürlich damit zusammen, ja. Aber wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann gehören die genauso zur Gemeinde Jesu wie wir auch. Mehr noch, warum? Weil von denen steht in der Bibel. Wir sind Gnadenwahl, wir sind Unbeschnittene. Wir können Gott auf den Knien danken, dass er uns dazu gerufen hat, ja. Ja? Aber der Stadt Jerusalem ist die Verheißung geschehen. Und das heißt, wenn Jerusalem zu Pfingsten schon mal wiedergeboren wurde vor 2000 Jahren, dann ist die Gemeinde zu den Nationen gegangen, zu den Heiden, und am Ende der Zeit geht sie wieder nach Hause, da wo sie herkam, nach Jerusalem. Wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann gehört ihr zur Leibesgemeinde Jesu. Wenn ihr zur Leibesgemeinde Jesu gehört, dann kann bis dahin keine Entrückung gewesen sein, weil dann wäre der Leib Christi ja zerteilt. Das heißt, wenn die Entrückung der Gemeinde kann erst dann stattfinden, wenn zumindest Jerusalem mal zum Glauben an Jesus gekommen ist. Weil das der Abschluss der Gemeinde ist. Dann ist die Gemeinde wieder heimgekommen. Ja, da, wo sie angefangen hat. So ist mein Gedankengut. Sonst würde ich ja sagen, die Entrückung muss vorher sein. Ja, und dann kommt Jerusalem zum Glauben an Jesus. Aber da ist ein Teil des Leibes Jesu ist dann schon entrückt. Und ein Teil des Leibes Jesu wird gerade erst wiedergeboren in Jerusalem. Aber die haben doch noch ihre 3,5 Jahre dann. Ja, da kommen wir später zu. Ja, genau, das sind nochmal 3,5 Jahre. Aber das ist ein bisschen komplex. Mir geht es eigentlich so darum, mal überhaupt den Gedanken zu erfassen und ein bisschen damit heimisch zu werden, dass das Thema Wiedergeburt von Jerusalem eigentlich ausgeht und speziell für Jerusalem verheißen war. Und dass das ohne Wehen war vor 2000 Jahren. Und für euch auch ohne Belagerung und für mich ja auch ohne Belagerung war. Natürlich waren wir irgendwie belagert oder belastet oder beschwert. Es gab ja einen Anlass, warum wir angefangen haben, mal zu suchen. Keine Frage, ja. Ja? Aber das, wovon Jesus hier spricht, ist ein Geheimnis. Warum? Weil Jesus das in Johannes 3 nicht offen gesagt hat, wie der Bruder eben sagt. Warum hat Jesus das denn nicht einfach erklärt, worum es da ging? Ist ein Geheimnis, ja. Und von diesem Geheimnis spricht Jesus auch. Ja? Das alles ist der Anfang der Wehen.
im Neuen Testament. Endzeitrede Jesu. Kommt plötzlich wieder Wehen vor. Jeremia 30, Jeremia 6. Hieß hier. Und hier auch. Das ist auch eine ganz bekannte Stelle, 1. Thessalonicher 5. Ja, Paulus sagt, denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz. Ein schwangeres Weib oder eine schwangere Dame steht hier eigentlich auf Hochdeutsch, ja? Das ist altes Deutsch. Ja? Ein schwangeres Weib und werden nicht entfliehen. Wer wird nicht entfliehen? Wer sagt, es ist Friede? Wen wird das Verderben überfallen? Warum ist Verderben überhaupt mit Schwangerschaft zu tun und mit Wehen? Wehen sind schmerzhaft, aber Wehen kündigen ja ein freudiges Ereignis an. Da wird ja ein Mensch geboren. Warum haben diese Wehen mit Verderben zu tun? Warum wird das sie schnell überfallen und wen überhaupt? Sagt Paulus hier nicht, oder? Er sagt das nicht. Aber aus dem Zusammenhang dessen, was wir wissen aus Jeremia, was wir wissen aus Micha, was wir wissen von 2. Könige 19, verstehen wir, dass Paulus hier von Zion spricht. Ja? Jetzt ist Friede in der Endzeit. Irgendein Abraham Accord oder was der Jared Kushner davor hat, werden wir hinkriegen. Und dann wird Friede sein, es ist keine Gefahr. Alle haben sich arrangiert irgendwie, jeder hat sich so austariert. Ja? Und dann, sagt Paulus, wird sie das Verderben, nämlich die Belagerung durch ein fremdes Heer, wird sie schnell überfallen, unerwartet, weil dieser Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Gleich wie der Schmerz, wie die Wehen, auch eine schwangere Frau, wie das unerwartet kommt. So wird auch Zion in diese Endzeitwehen kommen, weil die belagert werden von einem Heer. Und es wird kein Friede sein, sondern Krieg. Das meint Paulus. Versteht? Und jetzt können wir mit dem, was wir erarbeitet haben, an Bibelstellen gehen im Neuen Testament, die bisher dunkel waren, die bisher sehr weit interpretiert werden konnten und auch wurden und vielleicht auch mussten. Aber mit der Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems taucht aus dem Nebel plötzlich der Vers auf und wir verstehen, dass Paulus von etwas ganz Bestimmtem hier redet. Aber das, Paulus hat öfter Schonungen mit denen gemacht, ne? Bitte? Paulus hat öfter Schonungen gemacht. Schonungen? Schulungen. Ja, das stimmt. Ja, absolut. Und ich staune, also die Thessalonicher haben ja Verfolgung erlitten. Die Thessalonicher müssen hochintelligente Leute gewesen sein. Das, was Paulus hier beschreibt, ist komplex. Paulus, wenn man das weiß, dann hat Paulus ja das, was wir hier machen, hat Paulus in Thessaloniki gemacht. Der hat aber ohne Neues Testament. Ja, nur Altes Testament. Und die Thessalonicher waren ja zum Teil Kaufleute und arrivierte Leute und die haben einem jüdischen Wanderprediger zugehört. Wie viel Demut gehört denn dazu? Ja? Vielleicht wusste auch der eine oder andere, ich habe einen Freund, der kommt aus Thessaloniki, Pitt. Ist ein Grieche, lebt da in Stuttgart, irgendwo hat er eine Firma. Und er sagt, er wohnt in Thessaloniki und ich sage, du, hast schon in der Bibel gelesen? Wieso? Sag ich mal, die Thessalonicher haben extra zwei Briefe von Paulus gekriegt und du hast die nicht gelesen, du musst doch mal in der Bibel lesen. Ah, da rede ich nochmal mit dir drüber. Ja, das steht auch in der Bibel. Der Paulus, der auf dem Areopag war, ne? Sagen sie, wir wollen die später davon hören. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, sorry. Darf ich noch mal zusammenfassen, also für mich jetzt. Ja. Das heißt, die alttestamentliche Wiedergeburt, von der wir vorhin gesprochen haben, von Zion, Jerusalem, ist gleichzusetzen mit Apostelgeschichte 2? Apostelgeschichte, was in Apostelgeschichte 2 passiert ist, ist in Jerusalem, ist im Alten Testament angekündigt. Ist das gleichzusetzen? Ja. Wir schauen uns gleich noch die Stelle an, Jesaja 66. Ja, wir können das auch jetzt machen, wenn ihr den Kratzstein aufschlagen wollt, wenn wir da inhaltlich schon mal sind. Jesaja 66. Wenn Paulus, vielleicht das noch eingeschoben, Paulus sagt in Paulus zitiert ja und sagt, unsere Mutter ist das himmlische Jerusalem, das keine Geburtswehen leidet. Ja, so schreibt Paulus in Galater 4. Wo hat er das her? Aus Jesaja 54. Das heißt ja, dass Jesaja 54 von dem himmlischen Jerusalem schreibt, das nicht belagert werden kann. Das heißt, Jesaja 54 schreibt auch von Wiedergeburt Jerusalems. Natürlich. Versteht ihr den Gedanken?
Der Paulus zitiert in Galater 4 und sagt, wir aber, liebe Kinder, ja, wir sind wie Isaak, Kinder der Verheißung. Unsere Mutter ist das himmlische Jerusalem. Ja, denn das Jerusalem, was jetzt ist, ist irdisch und unter das Gesetz getan und so weiter, wie Hagar. Aber unsere Mutter ist das himmlische Jerusalem, das keine Geburtswehen leidet. Das zitiert er aus Jesaja 54. Komm, wir schlagen das schnell auf. Jesaja 54 muss also auch von der Wiedergeburt handeln, ja? Jesaja 54, direkt Vers 1. Rühme, du Unfruchtbare, denn das himmlische Jerusalem war 1500 Jahre, 2000 Jahre unfruchtbar, hat keine Kinder geboren, bis Pfingsten. Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, freue dich mit Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger bist. Oder die du keine Geburtswehen leidest. Oder die Elberfelder sagt, die keine Wehen gehabt hat. Ja? Diese Stelle zitiert Paulus in Galater 4. Das ist Jesaja 54. Wovon schreibt denn Jesaja 53? Wer weiß das? Der leidende Knecht Gottes. Christus ans Kreuz gegangen, gestorben für unsere Sünden. Jesaja 54, die Gemeinde Jesu, die Unfruchtbare, gebiert das himmlische Jerusalem. Jesaja 54. Jesaja 55, bleibt bei mir, warnt Gott. Geht nicht von mir weg, haltet fest an mir. Jesaja 56, der Abfall kommt. Jesaja 57, Endzeit. Wenn ihr Zeit habt, lest das. Jesaja 52 bis 57, 58. Ein Kaleidoskop der Heilsgeschichte Gottes in Jesaja. Wunderschön. Ja? 53 Christus, 54 die Gemeinde der himmlischen Jerusalem, 55 haltet fest an mir, nehmt umsonst Wein und Milch und trinkt und bleibt bei mir. Ja, ich will euch gnädig sein. 55 der Abfall, 56 Endzeit. Hochspannend. Ja? Merkt ihr, wie das alles zusammen, das passt, wenn man mal den Anlauf genommen hat, das passt so zusammen. Ja. Warum predigt da keiner von? Ja? Das, du sagst, der Schlüssel. Das ist der Schlüssel eigentlich für ganz, ganz, ganz viele Dinge. Paulus sagt, der auferstandene Christus ist gesehen worden. Zunächst von Petrus und von Jakobus und von Johannes und dann von den Zwölfen und dann von 500 Brüdern auf einmal. Und am letzten von allen ist er auch von mir gesehen worden als einer unzeitigen Geburt. Was? Ja, Paulus, das war doch die Zeit, wo alle Menschen zum Glauben kommen sollten. Das war doch der Anfang der Gemeinde. Wieso bist du denn zur falschen Zeit geboren? Wieso überhaupt Geburt? Vorzeit, sagt man. Ja, manche sagen eine Frühgeburt. Manche Theologen sagen, Paulus sagt, dass er eine Missgeburt war. Ja. Ja. Da sage ich, Paulus war der Völkerapostel überhaupt. Paulus hat das Geheimnis Jesu und der Gemeinde so verstanden wie keiner der Apostel. Der war doch keine Missgeburt, meine Herrschaften. Ja? Was sagt denn Paulus? Er sagt, ich bin zur falschen Zeit wiedergeboren worden. Dann sage ich, warum? Das war doch die Zeit, wo alle Menschen an Jesus glauben sollten. Paulus wusste, dass es zwei definierte Punkte gibt, wann Zion zur Geburt und zur Wiedergeburt kommen sollte. Bei der ersten, da war er noch Jude. Ja, da hatte er die Kleider vom Stephanus noch verwahrt. Ja? Weil er so vernagelt war, hat er die Zeit nicht verstanden. Beim zweiten Zeitpunkt, in der Endzeit, da wird er schon längst im Himmel sein. Er ist zwischendrin zum Glauben gekommen. Er ist zwischendrin wiedergeboren. Zur Unzeit ist er geboren worden. Meint er nicht zu spät? Weil er das zuvor nicht erkannt hat? Ja, habe ich auch geguckt. Die Scofield-Bibel schreibt Frühgeburt, dass er eine Frühgeburt war. Ja. Nicht zu spät. Genau, also es steht weder zu früh noch zu spät. Das steht nur zur falschen Zeit. Zu Unzeit. Also zu der Unzeit. Zeit nicht angemessen eigentlich. Genau, der Zeit nicht angemessen. Ich führe darauf zurück, dass er das zu spät meint. Einverstanden, ja. Aber, jetzt sage ich was Böses, das haben Nikodemus-Leute übersetzt und die haben gesagt, Spätgeburten gibt es nicht so, Frühgeburten gibt es schon mal. Hört, ja, weil die wieder biologisch denken, übersetzen die auch so. Im Griechischen steht nur zur falschen Zeit, zur Unzeit. Ja? Und wir verstehen jetzt, was Paulus meint, weil er sagt, der erste Verheißungszeitpunkt war zu Pfingsten, da war der Paulus
Der ist um das Jahr 0 rum geboren, bisschen nach 0, so merke ich mir das irgendwo, zwischen 0 und 5 nach Christus. Da war der Paulus ein junger Mann, 25, um den Dreh. Ja? Und er war wahrscheinlich in der Nähe von Jerusalem oder sogar in Jerusalem und der hat das alles mitgekriegt und diesen Zeitpunkt hat er nicht verstanden. Und dann wieder kommt er eigentlich zu spät zum Glauben, ja. Aber er weiß, da kommt auch noch eine Wiedergeburt der Stadt Jerusalem, wenn sie belagert wird. Und er sagt, ich bin da mittendrin irgendwie zum Glauben gekommen. Unzeitige Geburt. Aber sonst wären die ersten Juden ja nicht schon in die Welt rausgegangen. Das ist auch wieder wahr. Ja, das ist auch wieder wahr. Und auch das muss man mal denken, die ersten Christen waren Juden. Und die letzten Christen werden auch wieder Juden sein. Und das verstehen wir vielfach nicht, weil wir sagen, ja, jetzt kommt die Entrückung. Dann ist die Gemeinde, die kann jederzeit kommen, so habe ich es gelernt, jeden Tag. Ich habe eine Zeit lang in dieser Naherwartung gelebt. Diese Spannung hält auf Dauer kein Mensch aus. Ja? Irgendwann habe ich gesagt, ach, ich will wieder fischen gehen. Ja? Ja? Das ist für mich unrealistisch. Ich lebe auch in der Naherwartung, aber ich lebe nicht in der Naherwartung, dass das jede Stunde und jede Sekunde sein kann. Das lebe ich nicht, ja? Weil ich glaube, dass davor noch Dinge passieren müssen. Und weil Jesus sagt, das kommt nicht so schnell. Habt mal keine Angst und fasst euch ein bisschen in Geduld. Das sind Anfänge der Wehen. Was? Kriege. Warum? Weil Jerusalem bekriegt wird. Und was passiert dann? Ja, dann werden die belagert. Ja, und dann kommen die zu glauben an Jesus. Aha, und was heißt das? Naja, die Tochter Zion ist in Wehen gekommen und glaubt an Jesus. An einem Tag, einem Fixtag, den werde ich mir rot anstreichen im Kalender, weil man von da aus zählen kann. 1260, 1335, 1200, ja. Aber wir wissen nicht, wann, das kann nächste Woche sein, das kann nächsten Monat sein, das kann in 5 Jahren sein. In 50 Jahren ist es wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Aber das ist meine Form von Naherwartung, weil ich in biblischen Zeiträumen denke. Ja. Könnte auch noch 10 Jahre sein. Könnte auch noch 10 Jahre sein. Könnte noch sein. Was ich denke oft, das in Jesaja steht, da kommen wir gleich auch noch mal hin. Siehe, eine junge Frau ist schwanger. Ja, viele sagen, siehe, die Jungfrau schwanger. Wenn man aber Ha-Alma sieht im Alten Testament, in Hebräisch, heißt das schon die junge Frau. Wie alt ist eine junge Frau im Nahen Osten, wenn die schwanger wird? 16, 17, hätte ich auch gesagt, ja? 16, 17, also 22 ist spätgebärend im Nahen Osten, ja? Nicht wie bei uns. Wann ist Jerusalem wieder zum Staat Israel dazugekommen? 67? Israel ist 48 gegründet worden. Also selbst wenn man 67 nehme, da ist ja West-Jerusalem eigentlich erobert worden, dann 67 plus 21, 67, 3, 53, 54, dann wäre Jerusalem 54 Jahre alt jetzt. Hauptstadt, ja. Hauptstadt, gut, ja, okay. Da habe ich jetzt ein Problem, weil der Putin Jerusalem schon ein halbes Jahr vor Trump als Hauptstadt anerkannt hat. Das hat nur niemand gemeldet. Ja? Merkel muss das ja noch machen, bevor sie... Ist nur so ein Gedanke. Ja? Ja? Niemand weiß, wann die Zeit, kann niemand errechnen. Okay. Das, ja genau, Paulus, 1. Korinther 15 haben wir schon gesprochen. Ne? Am letzten nach allen ist... er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Er ist auch Apostel, die unzeitige Geburt von Paulus. Man versteht das jetzt, was der meint. Die Verse werden dreidimensional. Ja? Man versteht, aus welchem Gedankengut der Paulus schöpft. Ja? Ich habe da noch nie eine Predigt drüber gehört. Ja? Über den Teil hier vorne schon. Ja? Aber hier hinten, das handelt man so nachrangig ab. Obwohl das für mich ein wichtiges Thema ist, ja? Wie schon gerade gesagt worden ist, der Schlüssel, der fehlte oder fehlt. Ja. Und in Daniel 12, Vers 4, da steht drin, du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Das ist ja dann für das Ende. Ja. Und ich denke, das wird dann... mehr und mehr kommen, weil irgendwann werden diese Worte die Menschen doch berühren oder ja. Auch die jetzt schon im Glauben sind, ja. Die es aber noch nicht haben. Ja, das ist auch meine Hoffnung und mein Gebet. Mir geht es auch nicht darum, jetzt zu sagen, ich weiß mehr als andere.
da gibt es nie einen Grund für, sich über irgendwelche anderen Leute zu überheben. Ja? Und das sorgt der Heiland auch für, dass wir uns nicht überheben. Ja? Der zeigt uns auch, wer wir sind und wir leben aus der Gnade. Aber das ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass diese Dinge ein bisschen Raum greifen und dass Christen sich damit beschäftigen und vielleicht sagen, ich traue der Sache noch nicht, aber ich gebe der mal eine Chance. Einige haben das von euch getan, ja? Finde ich toll. Ja? Ich muss nicht so sehr Angst haben, dass ich in eine Irrlehre komme. Ich lehre auch nicht von Jesus weg, ja? Sondern ich lehre immer zu Jesus hin. Ich erzähle nur die ganz alte Geschichte, immer die gleiche alte Geschichte, die wir nicht kennen, weil wir so schlecht unterwiesen sind aus dem Alten Testament. Würden wir das Alte Testament besser kennen, würden wir verstehen, dass die erste Erfüllung von Daniel nicht Titus war, sondern Antiochos Epiphanes. Denn der hat zuerst Jerusalem verwüstet. Ja? Daniel wurde geschrieben 500 bis 550 vor Christus und Titus kam 70 nach Christus. Aber davor, im Jahr 170, 71, kam Antiochos Epiphanes und der hat Jerusalem verwüstet und den Tempel zerstört und den Gräuel der Verwüstung angerichtet. Wer sagt das? Jesus. Wo? In den Endzeitreden. Wenn er den Propheten Daniel liest, vom Gräuel der Verwüstung, achte drauf. Das machen die aber oft nicht. Die sind immer beim Titus. Warum? Weil wir auf das stehen, was vor Augen ist. Ja? Wir folgen sklavisch dem Bibeltext und kommen zum anderen Ergebnis. Ja? Denn den Gräuel der Verwüstung hat wer angerichtet? Der historische Antiochos Epiphanes. Daniel 11, 23, 24. Ja, ich denke auch die Zeit. Wer hier in dem Haus war, aber als Bruder Focken, die Tochter Zion, wir haben hier von morgens bis abends, ne? Ja. In Bezug Leib, ne? Ja. Man hat damals nicht dieses Verständnis gehabt. Hat man nicht gehabt. Ich hab ihn angeschrieben. Der Bernhard Focken war ein ostfriesischer Prediger, der oft hier im Haus war. Ja, ich habe am Abend vorhin kurz davon erzählt. Und wir kennen ihn beide und waren beide hier zu Besuch. Für mich ist hier eine historische Stätte. Hier bin ich, also das waren meine ersten Bibelstunden, die ich hier erlebt habe. Ich habe nie gedacht, dass ich mal hier vorne stehen würde. Also es gibt und, noch und da haben wir drei, vier Abende. Ne? Ja, ja. Also den habe ich auch angeschrieben. Habe so ein bisschen Kontakt noch mit ihm, aber ist ja auch alt geworden jetzt. Ja. Ja? Ja? Wieso spielt dann Epiphanus die zweite Geige, sage ich mal so salopp? Wieso steht dann Titus immer im Vordergrund, wenn es darum geht, Titus, die Zerstörung des Tempels? Ja. Weil mir ist jetzt auch nicht mal bewusst, dass die Zerstörung damals stattgefunden hat, zu Epiphanus. Ach so, ja, da geht es nicht so sehr um die Zerstörung, sondern da geht es um den Gräuel der Verwüstung. Der Gräuel der Verwüstung. Ja, der dort aufgerichtet wurde. Ich sage den Schwaben immer, ich wohne ja im Schwabenland, und ich sage den Schwaben immer, der Titus, der war, bevor der in Jerusalem, nach Jerusalem abkommandiert wurde, war der Titus im Schwabenland. Der Titus war nämlich mit seinem Vater unterwegs, mit dem Vespasian. Davor waren die in England, beide. Titus war jung. Beide waren in England stationiert, dann sind sie nach Germania Superior, Obergermanien. Das ist Speyer und weiter südlich Freiburg und rüber nach Stuttgart, Bad Cannstatt. Das war Titus. Und der Titus hat bei den Schwaben Gründlichkeit gelernt. Schwäbische Gründlichkeit. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Und dann ist er nach Jerusalem. Deswegen ist von dem Tempel auch nichts mehr übrig. Ja? Und dann sage ich den Schwaben immer, ihr Schwaben, ihr seid schuld, dass der Titus den Tempel so tabula rasa macht. Was natürlich nicht ganz richtig ist. Aber ja. Das hat auch Jesus geheißen. Ja, das ist richtig. Wir machen einen kurzen Abstecher dahin. Ja? In Daniel 9 sagt der Engel zu dem Daniel, 70 Wochen sind verheißen für dein Volk und für die heilige Stadt. Danach wird wieder die Weissagung versiegelt, die ewige Gerechtigkeit gebracht, ein hochheiliges gesalbt werden und so weiter. 7 Punkte nennt er. Und die Daniel-Prophetie sagt, dass diese 70 Jahrwochen verordnet sind für Israel und für Jerusalem. Alles, was außerhalb der 70 Jahrwochen liegt, ist das Inhalt der Verheißung Daniels? Nein. Warum? Weil diese 70 Wochen verordnet sind. Wann wurde der Tempel zerstört? 70 nach Christus. Wann hören die ersten Jahrwochen auf? Gut, das wäre der späteste Zeitpunkt mit der Kreuzigung Jesu. Wann war die Kreuzigung Jesu? Weiß man nicht genau. 30, 32? 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels. Dann liegt die Zerstörung des Tempels in Jerusalem 40 Jahre nach Beendigung der ersten 69 Jahrwochen. Und damit außerhalb, weil die letzte 70. Jahrwoche kommt ja erst noch. Ja?
dann kann die Zerstörung des Tempels in Jerusalem von der Daniel-Prophetie, zumindest Daniel 9, nicht gemeint sein. Das ist ein frappierendes Ergebnis für mich. Hat Jesus überhaupt die Zerstörung des Tempels gemeint? Gut, wäre auch eine Option, ja, dass Jesus die Zerstörung des Tempels war. Da müssen wir uns jetzt mit den 70-Jahr-Wochen beschäftigen, wie das gerechnet wird und warum und ob man das darf. Weil die Berechnung, dass die 70-Jahr-Wochen mit dem Tod Jesu enden, beginnt wo? Bei Artaxerxes im Jahr 445 vor Christus. Aber Daniel hat in Jeremia 25 gelesen im Jahr 605 vor Christus. Und der Zeitpunkt Artaxerxes, den zu wählen, das darf man nicht tun, weil nach 7 Jahrwochen sollte ein Gesalbter kommen und der kommt bei Artaxerxes nicht. Das sind ein paar, die Rechnung müsste man sich mal anschauen. Der Gesalbte, der ausgerottet wird. Genau. Passt nicht zusammen. Ich glaube, und dann schließen wir da auch ab, aber das ist ein hochspannendes Thema, das machen wir wahrscheinlich in Karlsruhe dann da unten. Aber ich glaube, dass die ersten Jahrwochen enden bei Antiochus Epiphanes. Warum? Weil Antiochus Epiphanes der Typus des Antichristen in der Bibel überhaupt ist im Alten Testament. Ja? Keiner ist so deutlich antichristlich wie Antiochus Epiphanes. Die ganze Daniel-Prophetie gipfelt in Antiochus Epiphanes, in seiner Person. Sagen alle. Das ist Common Sense. Ja? Antiochus Epiphanes hat 7 Jahre lang regiert. 70. Jahrwoche. In der Endzeit kommt ein Seleukide, wieder Antiochus Epiphanes. Der Antichrist. Und es geht so. Das ist deckungsgleich. Die letzte 70. Jahrwoche ist eigentlich, deckt sich mit der Fortsetzung. Fast Überlappung. Weil Antiochus Epiphanes in der Mitte seiner 7-jährigen Herrschaft was gemacht hat? Ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet. Wo? In Jerusalem. Und das Opfer und Brandopfer abgetan hat. Was macht der Antichrist in der Mitte der Jahrwoche? Genau dasselbe. Wo kommt der Antichrist her? Ist das ein Japhetit? Ist das ein Römer? Nein, das ist ein Seleukide. Wie Antiochus Epiphanes. Die sind personell deckungsgleich. Das ist eins. Die 70. Jahrwoche hat sich da schon mal im Modell abgespielt. Da hören die 70 Jahrwochen auf. Dann, das war im Jahr 170, 168 vor Christus. 175 hat Antiochus Epiphanes angefangen, bis 168, 7 Jahre. Da hören, nach 7 Jahren wird der ausgerottet, schändlich. Da hören für mich die ersten Jahrwochen auf. Aber das ist, will euch nicht verwirren. Was ich damit sagen will, ist nur, dass die Zerstörung des Tempels durch die Römer außerhalb der 70-Jahrwochenordnung liegt. Ja? So als ob Gott wartet drauf, jahrhundertelang von Antiochus Epiphanes. Er wartet so lange, bis sogar schon die Japhetiten im Land sind. Um Israel Zeit zu geben, umzukehren. Und sie kehren nicht um. Und dann schickt er seinen Sohn. Und wenn ich das vielleicht, ja, ich vergesse dich nicht. Was ich noch ergänzen will, ist, wenn die Jünger auf dem Berg sitzen, auf dem Ölberg, und sagen zu Jesus, schau dir diese herrlichen Gebäude an. Und Jesus sagt, seht ihr nicht das alles? Hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Dann will ich nicht ausschließen, dass Jesus damit unter Umständen auch die Zerstörung Jerusalems gemeint haben kann. Ja? Ich würde nicht so weit gehen, dass er das überhaupt nicht angesprochen hat. Der prophetische Stein sprechen vom Belagerung von Jerusalem. Ja. Ja. Da gibt es noch eine Stelle. Ja. Lange Zeit ohne Tempel. Ja. 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 Muss man auch hinzufügen. So ist es. Ja. Ja. Ich würde auch, was ich sagen würde, ist aber, dass die Worte Jesu, da spricht nicht irgendwer, liebe Geschwister, da spricht Jesus. Ja. Die letzte Prophetie in Daniel hat Daniel nicht von einem Engel bekommen, nicht mal von Gabriel. Da kommt Jesus persönlich und gibt im Kapitel 10, 11, 12 der präexistente Christus. Wenn Jesus redet, dann müssen wir zuhören, da redet der König aller Könige. Und ich glaube, dass die Endzeitrede vom Ölberg einen weiteren Blick gibt, der geht weiter in die Zukunft. Der spricht davon, dass Jerusalem im Jahr 2021 belagert wird. Und dann vollkommen zerstört wird. Die ganze Stadt, wie wir das noch nie gesehen haben und wie Jerusalem das noch nie erlebt hat.
Kein Stein bleibt auf dem anderen in Jerusalem. Warum? Weil die Stadt 3-4 Mal erobert werden wird und geschleift werden wird nach Strich und Faden. Ja? Denn zumindest die Westmauer des sogenannten Tempels, die ist ja stehen geblieben, oder? Aber hat Jesus nicht gesagt, dass hier kein Stein auf dem anderen bleibt? Ich gebe das nur mal so zu bedenken. Für mich ist das größte und wichtigste Kriterium, ist, dass selbst bei spätestem Zeitpunkt der ersten 69 Jahrwochen die Zerstörung des Tempels immer noch mal 40 Jahre später und außerhalb der 70 Jahrwochen liegt. Ich schließe nicht aus, dass Jesus damit gemeint hat und sagt, seht ihr nicht das alles, dass Jesus auch die kommende Belagerung durch den schwäbischen Titus damit gemeint haben könnte. Ja? Aber ich glaube, dass sein Blick weiter in die Zukunft geht. Und ich glaube, dass Jerusalem angegriffen wird, nicht erobert wird, sondern in diesem Angriff zum Glauben an Jesus kommt. Die Stadt wird wiedergeboren, die Tochter Zion kommt in Wehen und gebiert und der Belagerer zieht wieder ab. Und dann 3,5 Jahre aus Jerusalem Evangelium verkündigt wird. Das ist für die Juden unglaublich peinlich. Das ist ja ihre jüdische Hauptstadt. Die soll zur Welthauptstadt werden. Jetzt hat die gräubelige Verwandtschaft, die da übrig geblieben ist, die paar, die verkündigen jetzt diesen Jesus. Und keine Macht der Welt wird erwähnen. So. Aber sie werden es versuchen. Die werden versuchen, die auszuschalten. Aber die können das nicht, weil Feuer aus ihrem Mund geht. Das kann ich auch nicht deuten. Ich kann das nur so sagen, wie das da steht. Ja? Wenn sie ihren Dienst vollendet haben, dann kommt der zweite Angriff. In der Mitte der Jahrwoche, wie Antiochos Epiphanes, aber dann in der Endzeit. Und dann fällt der Antichrist in die Stadt rein und der erdreistet sich, die wiedergeborenen Menschen in Jerusalem zu töten. Wie der Doeg bei David die Priesterschaft getötet hat. Das steht alles im Alten, ich erzähle gar nichts Neues. Wenn in Jerusalem in der Endzeit einige tausend noch in der Stadt verblieben sind und die zum Glauben an Jesus kommen, dann werden das sehr wahrscheinlich orthodoxe Juden sein, die sonst nicht wissen, wohin. Die haben kein Geld, nach Brooklyn zu fliegen mit einem Jet oder so. Die bleiben dort übrig, weil die nicht wissen, wohin. Aber die kennen das Alte Testament, weil die seit 8, 9, 10 Jahren das auswendig gelernt haben in den Yeshivas, in den Judenschulen. Stellt euch vor, die bekommen Gottes Geist und Jesus sagt, ihr müsst von neuem geboren werden. Da fällt ihnen sofort der Segen. Nee, dann verstehen die Stellen, die wir hier behandeln. Ja? Die Jungfrau, die dann schwanger wird in Jesaja, den fällt es wie Schuppen von den Augen von Paulus. Sie sagen, Halleluja, wir haben Jesus gefunden. Gott mit uns, Immanuel. Ja? Wunderschön, also große Freude wird da herrschen. Und das alles ist alles schon geschehen im Alten Testament. Das gibt es schon mal. Das ist nichts Neues, was ich erzähle. Ja? Ich wollte kurz auf den Sacharja. Achso, Entschuldigung, ja. Den Sacharja hinweisen, was da ja eigentlich alles steht. Und in der Babel bekommt ja auch ein ganz eigenartiges Wort von Gott. Ja. Den ersten Stein erlegt, den ersten Stein. Setzen wird, ja. Und den Schlussstein. Schlussstein. Den ja. Und da schön. Ist der Bogen auch nochmal ganz erstaunlich, dass ich so irgendwie jetzt nochmal bekommen habe. Da stehen ja die zwei Gesalbten des Herrn Sacharja. Ja. Und das sind ja, wer ist denn gesalbt? Das sind Priester und Könige. Ja. Und da ist das auch nochmal wieder so. Ja, Sacharja. Welche Stelle? Was 14, oder? Ich habe es gerade gewünscht. Welche Stelle meintest ja, du? Also einmal mit dem Zebaort, mit der Zerubabel. Achso, das ist bei den Nachtgesichten vorne, ja? Das müsste so 4, ja? Fliegende Brief. Ja, 3, ne? Hier ist Sacharja 3. Und mir wird gezeigt, der hohe Priester Josua. Das ist 3. Da kommen die Ölbäume. Das ist 3. Zerubabel ist 4, Vers 8, ja? Und es geschah zu mir das Wort des Herrn und sprach, die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden. Ja? Ja? Und Zerubabel ist der König. Zerubabel war König, ja? Ja? Joshua ist auch ein Vorbild auf Jesus. Ja, genau, die tauchen da wieder auf, ja?
Königpriestertum. Ja. 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 Das ist in Sacharja, was habe ich jetzt gesagt? 4? 4 ab Vers 8. Sacharja 4 ab Vers 8. Ja. Von dem Zerubabel. Okay. Also wir können eigentlich Folgendes festhalten. Wir haben jetzt ein paar Stellen aus dem Neuen Testament gesehen. In vielen Stellen im Alten Testament finden wir prophetische Aussagen dazu, dass Jerusalem durch ein ausländisches Heer angegriffen wird und in Angst und Schrecken, also in Geburtswehen kommt. Jeremia 4. Haben wir gelesen, Jeremia 4, Jeremia 30, viele Stellen weiter noch in Jeremia. Oder dass die Bewohner Jerusalems während der Belagerung mit Frauen in Wehen verglichen werden, Jeremia 30. Oder dass Jerusalem gebären soll und gebären wird. Und zwar immer ausschließlich in Verbindung mit Zion. Es gibt keine andere Verbindung im Alten Testament. Ja? Alle diese Stellen sprechen von einer besonderen Art der Geburt. Sie sprechen nämlich von der Wiedergeburt der Stadt Jerusalem. Darum geht's. Diese Wiedergeburt war zunächst allein der Stadt Jerusalem, der Tochter Zion, vorbehalten und verheißen. Niemand sonst. Ja? Selbst die Juden, die an Jesus geglaubt haben, die haben gesagt, ja, ja, gut, Jesus, okay, aber nicht die Unbeschnittenen. Nur wir. Ja? Paulus hat es verstanden. Paulus hat das Alte Testament so tief verstanden, dass er irgendwo das gefunden haben muss, dass diese Verheißung der Wiedergeburt nicht nur für Jerusalem gilt, sondern auch für den Hauptmann von Kapernaum, ja, der zum Glauben kommt und plötzlich in Zungen redet. Der Petrus total verwirrt, die Gemeinde in Jerusalem verstört. Wie kann das sein? Ja? Dann hat er die getauft. Da werden plötzlich werden Heiden, römische Soldaten, werden plötzlich getauft in die Gemeinde Jesu. Petrus hat dafür eine Vision gebraucht und dieses Treffen. Paulus hat es wahrscheinlich schon früher verstanden gehabt. Ja? Der große Völkerapostel. Aber zunächst im Alten Testament war diese Wiedergeburt nur der Stadt Jerusalem, der Tochter Zion, vorbehalten und verheißen. Allein ihr. Und nach Jesu Auferstehung gilt diese Verheißung jetzt auch uns. Hat aber eine Zeit lang gebraucht, bis sich das durchgesetzt hat. Ja? Und Paulus hat als Völkerapostel das verstanden und als sein Evangelium gepredigt. Das heißt, mein Evangelium an die Heiden. Und wehe mir, wenn ich es nicht predige. Ich muss das tun. Was ich darüber hinaus tue, ist, ich mache es kostenlos. Ja? Dass ich es tue, das ist ohnehin mein Auftrag. Ja? Schön. Wenn Jerusalem aber Geburt oder Wiedergeburt verheißen war, hat Jerusalem dann schlussendlich auch geboren? Ja. Wann? Zu Pfingsten. Davon redet Apostelgeschichte 2. Die erste Wiedergeburt geschah zu Pfingsten. Und die letzte Wiedergeburt wird wieder dort sein, wo Pfingsten stattgefunden hat. Als ob es ein endzeitliches letztes Pfingsten gibt für Jerusalem. Ja. Mit Belagerung. Mit Belagerung, ja? War Jerusalem zu der Zeit belagert im Alten Testament der Apostelgeschichte? Nein, Friedenszeit, keine Belagerung. Nein. Dann hätte die Tochter Zion geboren, ohne Wehen gehabt zu haben? Ja. Geht das? Nein. Was lesen wir denn hier, ja? Und dazu gibt es die Stelle in Jesaja 66, Vers 1. Ehe sie Wehen bekommt, wer sie? Zion. Warum? Weil in den Versen davor geht es um ein Geschrei vom Tempel. Ja, ein Geschrei in der Stadt. Und dann steht hier, ehe diese Stadt, ehe Jerusalem Wehen bekommt, und zwar zu Pfingsten, hat sie schon geboren. Ehe sie in Kindsnöte kommt, ist sie eines Knaben genesen, eines Überrestes, ja? Oder eines Anfangs, müsste man hier eigentlich sagen. Wer hat solches je gehört, dass jemand gebiert, ohne Wehen gehabt zu haben? Wer hat solches je gesehen? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Ja. Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Oder ehe sie Wehe hatte, sagt der Luther hier. Ja? Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen lassen und nicht auch geboren lassen werden, spricht der Herr? Sollte ich der gebären lässt, den Schoß verschließen, spricht dein Gott. Das heißt, diese Stelle in Jesaja 66 spricht eigentlich von Apostelgeschichte 2, von der Wiedergeburt in Jerusalem. Tief verborgen, wo? Im Alten Testament. In Jesaja 66. 12 Kapitelchen vorher hat Jesaja auch von der Wiedergeburt schon geschrieben. Jesaja 54, erinnert ihr euch noch? Hat er von Jesus geschrieben, Jesaja 53. Das ist alles im Alten Testament. Was im Neuen Testament ist, ist alles im Alten Testament.
Alles. Entrückung, zwei Zeugen, Antichrist, Christus, Golgatha, Wiedergeburt. Alles ist im Alten Testament. Jesaja 26, ach, so viele Stellen. Ganz viele, ja? Ja, und das finde ich so schön, wenn man mal den Anfang hat. Das ist wie beim Stricken, ja? Die ersten Maschen sind ein bisschen schwierig. Wenn man die mal hat, dann geht es aber auch, ne? Und so ist hier auch, wenn man sich mal auf den Gedanken einlässt, findet man, dass die ganze Bibel voll ist davon. Jesus sitzt mit den 12 Jüngern im Obersaal. Dann sagt er, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, wenn eine Frau ein Kind bekommt und Wehen hat, dann hat sie Angst. Aber wenn das Kind geboren ist, dann freut sie sich. Ja, habe ich gelesen in der Bibel. Bin ich morgens runtergekommen am Frühstückstisch und sage zu meiner Frau, guck mal, was ich hier gelesen habe. Ist das nicht ein seltsames Gespräch für 13 junge Männer? Von einer Frau, die schwanger ist und ein Kind gebiert. Ja, das ist ja heute schon ein seltsames Gespräch. 13 junge Männer unterhalten sich über andere Dinge. Ja, war natürlich eine besondere Versammlung, keine Frage. Ja, aber ist doch ungewöhnlich. Was meint Jesus denn? Jesus sagt, jetzt, ihr Jünger, werde ich gekreuzigt werden und dann werdet ihr Angst haben. Aber habt keine Angst. Ich werde auferstehen und dann wird Pfingsten kommen und ihr werdet wiedergeboren werden. Die Tochter Zion wird gebären. Und dann freut ihr euch. Ist das nicht wunderschön? Das sind Schlüssel, die Wiedergeburt Jerusalems ist ein Schlüssel. Die Worte Jesu bekommen Sinn. Die Worte Hiskias bekommen Sinn. Die Worte Jeremias. Und dann ist irgendwann ein Punkt für mich, wo ich sage, ich kann das nicht mehr länger leugnen. Da sind so viele Bibelstellen und zur unzeitigen Zeit geboren, wo ich sage, das ist Faktum. Ja? Das bewegt mich. Und dann kommt ja auch die Existenz Gottes immer deutlicher, weil das kann wirklich kein Mensch geschrieben haben. Amen. Das ist Gottes Wort. Das kann sich, versteht, das kann sich doch keiner ausdenken. Ja, das kann sich keiner ausdenken. Und wir können sagen, gut, im Alten Testament ist Jahrtausende bevor Jesus kam, Jesus angekündigt worden. Und jetzt finden wir 2000 Jahre, nachdem die Wiedergeburt in Jerusalem war, die Wiedergeburt für die Endzeit. Das kann sich keiner ausdenken. Das macht Gott. Ich finde das so schön. Und dann dürfen wir in so Zeiten wie jetzt auch wohlgemut sein, ja? Und keine Angst haben. Das haben wir alles schon gesehen. Wir schließen jetzt auch ab. Zacharja, ja? Das können wir uns vielleicht auch noch später anschauen. Mal gerade gucken, wie viele Folien ihr verpasst. Nicht ganz so viel. Ja. Also das ist diese Stelle von Jesaja. Jetzt sind wir ein bisschen aus dem Zeitplan rausgekommen, aber Jeremia spricht davon, Micha spricht davon, Jesaja spricht davon, Zweite Könige spricht davon, die Psalmen sprechen davon, Paulus spricht davon, Jesus spricht davon, Petrus spricht davon. Ja, von wem? Geburt, Zion, Wiedergeburt. Da sind wir zugekommen. Jetzt schließen wir ab und beten noch. Ja? Wer kann, möchte dazu aufstehen. Peter, willst du beten mit uns? Bist du so gut? Willst du das tun? Sei so gut. Wir danken dem Vater, unseres, dem allmächtigen Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für alles, was du getan hast und für alles, was du noch tun wirst. So segne uns weiter auch die Zeit, die wir haben. Öffne weiterhin unsere Herzen für dein Wort, dass wir es verstehen und dass wir mit Freude hinausgehen, mit deiner Kraft, die du uns schenkst, die du unser Herz gibst, dass wir hinausgehen an Botschafter Christi Stadt, und das Evangelium unter die Völker bringen, bis an Ende der Welt. Das ist unser Auftrag. Dazu sind wir berufen, als König und Priester, Jesus nachzufolgen, egal was kommt. Darum bitten wir in Jesu Namen. Ruhm und Ehre sei dem Vater und des Herrn Jesus Christus, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 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 Dann treffen wir uns beim Mittagessen wieder, oder? Ja? Schön. Ja.